Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video, heute mal zu einer Plugin-Vorstellung, und zwar Bandages. Ja, ein sehr, sehr cooles Plugin, ich habe es selber schon getestet und ich finde es einfach mega nice. Ja, was braucht ihr? Ihr braucht als erstes einen Minecraft-Server, ich habe diesen jetzt bei MineHub, Link ist in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch einen kostenlosen, aber auch einen Pro-Server holen, also einen, den ihr zahlt, wo ihr dann natürlich auch mehr Features habt. So. Und zwar schauen wir uns mal das Plugin an. Dies gibt es für die 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 und 1.14. Natürlich gibt es hier auch noch mehr Plugins und ihr könnt auch auf deren Discord joinen. So, ihr könnt das... Features. Wir haben hier ganz viele coole Features. Die könnt ihr euch ja selber durchlesen. Wie gesagt, das ist ein englisches Plugin. Könnt ihr kurz Pause machen oder geht einfach über den Link in der Videobeschreibung rein und guckt euch den an. Und zwar gehen wir hier zu Comments. /Bandage. Dann seht ihr alle Comments wie /Bandage Give, Types, Create and Delete. Ja, und hier seht ihr nochmal ein Bild, wie ihr ein Plugin erstellt. Also /Bandage Create Paper Add 5, Add L, das ist halt für die Farben und das ist Dickschreib, Epic Bandage. Bandage, genau. Und zwar, das machen wir dann auch noch. Hier seht ihr nochmal, wie die heißen. Und hier, wie das ist, wenn ihr sie einsetzt. Genau so. Es gibt natürlich keine Videos momentan. Meins kommt da ja wahrscheinlich rein. Ich wollte mich nochmal bedanken an denjenigen, der mir diese Chance sozusagen zur Verfügung gibt. Ja. Und zwar sind wir dann bei Files. Ihr seht den Prefix. Das ist ein Plus halt. Das sieht man hier. Das ist dieses graue Plus hier. Und zwar könnt ihr diesen auch umändern. So, dann gibt es hier Konsole, ein paar Konsolensachen, ihr könnt das wahrscheinlich auch alles noch auf Deutsch, also ihr könnt das auf Deutsch noch umschreiben, werden wir uns später noch angucken, ja, wie das aussieht dann. Hier sind ein paar spezielle Sachen, die könnt ihr noch alle umschreiben dann, das könnt ihr euch aber dann noch selber mal anschauen, werden wir aber auch gleich nochmal machen. So, hier sind die ganzen Typen. Und zwar gibt es einmal den Typ normal, Bandage, also die ganz normalen. Wie gesagt, ihr könnt noch ein paar erstellen. Das ist jetzt eine normale Bandage. Und Medikit, seht ihr auch. Und dann gibt es noch ein paar andere. Blindness, Anti-Dude und so alles. Und zwar sieht man hier auch, was für ein Item das ist. Also das ist jetzt zum Beispiel das Papier. Und hier ist eine normale Truhe. Werdet ihr aber dann auch gleich noch sehen. Ja, und dann gibt es noch Term of Use, das müsst ihr aber jetzt, ist jetzt nicht so wichtig. So, und zwar geht ihr hier nach oben, drückt dann auf Download, wie gesagt, ist kostenlos. Er checkt einmal kurz euren Browser, ob auch alles in Ordnung ist. Drückt dann hier einfach auf Datei speichern, dann können wir nochmal zurück. So, habt ihr jetzt hier eure Datei, dann habt ihr hier euren Server. Den könntet ihr gleich einmal starten, also stoppt den einmal. Dann geht ihr, wenn ihr, keine Ahnung, FileZilla benutzt, könnt ihr hier bei FileZilla in den Plugins-Ordner und das Plugin reinziehen. Habe ich jetzt schon gemacht. Und zwar könnt ihr dann, wenn ihr das reingezogen habt, den Server starten. Das dauert jetzt kurz und wir gucken uns ganz kurz jetzt einmal im Hintergrund die bestimmten Sachen an. Da war mein Aufnahmeprogramm, mein Discord. So, und zwar kommt dann hier sozusagen so ein Ordner, wenn ihr hier oben auf Reloaden drückt, könnt ihr reingehen. Ich ziehe mir einfach mal diesen Ordner einmal raus. Habe ich jetzt hier kopiert. So, dann gucken wir uns diesen jetzt einmal an. Ja, hier gibt es einmal die ganzen Nachrichten. Notepad++ ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. So, der Prefix, da ist ja dieses Plus. Wir können ja einmal, keine einschreiben, Plugin-Vorstellung. Und schreiben das mal in und D und L. So. Gibt es hier noch bestimmte Comments, die ihr alle noch umändern könnt. Zum Beispiel Healing-Prozess, da könnt ihr was anderes reinschreiben. Ihr könnt ausdenken, was ihr wollt. Das könntet ihr jetzt sozusagen speichern. Und könntet jetzt diese Message-Datei hier wieder reinziehen. Ich mache das jetzt mal. Ja. Und das starte ich jetzt nochmal den Server neu. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich in-game. Bis gleich. So, in-game angekommen. Geht ihr auf euren Server, den ihr eben gestartet habt. Wenn ihr diesen nicht gestartet habt, dann startet ihn jetzt, wenn euer Plugin drauf ist. So, ich join einfach am Boden. So, join the game. Machen wir mal /PL.
Seht ihr? Ja, das Plugin ist drauf. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum dieser Server gerade laggt. Ich habe mich schon dreimal darüber gerade aufgeregt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall steht hier Slash, also die Bandage, das Bandagen-Plugin ist drauf und nachdem mal Slash Bandage. So, wie ihr seht, unser Prefix Plugin-Vorstellung wohl übernommen. Mega cool, diesen Text, den könnt ihr auch noch ändern. Und zwar könnt ihr jetzt mal Slash, also Slash Bandage GIF. Seht ihr, aha, wir müssen noch den Player, das wäre ich. Und den Type, da haben wir Medi. Ach man, Medikit. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig geschrieben. Ich werde da lieber nochmal nachschauen. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich dieses I da reingemacht habe. Und dann könnt ihr hier noch zum Beispiel eine Zahl eingeben, zum Beispiel 2. So, dann habt ihr jetzt auch das Medikit bekommen. Das dauert 10 Sekunden, bis ihr das, bis es vorbei ist. So, und zwar können wir das jetzt mal, ich gehe mal Game Mode 0 sofort. Heb mir mal eine Direktschaden. Und wenn wir hier direkt Schaden 1, gehen wir 0, werfen diese einmal. Ihr seht, ich habe Schaden bekommen. Jetzt nutze das Medikit, ich kann mich nicht bewegen. Wenn man jetzt nicht healen würde, dann würde das einem echt helfen. Also ich heal jetzt sozusagen automatisch wegen Minecraft. Ah, ihr seht, und ich bin voll. Server, diese Spiel konnte anscheinend nicht gefunden werden. Okay, schön zu wissen. Ich habe mein Medikit jetzt bekommen. Und jetzt habe ich Regeneration. Mensch, was ist denn heute los mit mir? Wie gesagt, mega cool. Ist ein mega cooles Plugin. Wir können dann auch gleich nochmal ein eigenes Medikit erstellen. Oh, ihr könnt jetzt nochmal das hier eingeben. So, das ist die normale Bandage. Macht auch 2 und ihr seht, ah, ich habe die normalen Bandagen. Die brauchen nur, wir geben dir 2,5. Also, ihr müsst dann auch kurz warten. Zack. Diesmal habt ihr keinen Effekt bekommen, ihr habt aber 2,5 Leben dazu bekommen. So, dann können wir nochmal Slash Bandage eingeben. Sehen Types. Die auch nochmal eingeben. Gibt es die normale und das Medikit, Blindness, Anti. Ne, das könnt ihr auch noch benutzen. Machen wir jetzt aber nicht. Und zwar werden wir jetzt Create. Dann braucht ihr ein Item. Könnt ihr zum Beispiel einen Stein nehmen. Der Name heißt einfach mal Stone Kit. Könnt ihr das erstellen? Success Create a Bandage Type. So, jetzt könnt ihr euch das auch geben mit Slash GIF. Und dann den Namen, den wir eben gemacht haben. Wir haben ihn ja Stone Kit genannt. Ah, okay. Wir müssen vorher noch was in den Einstellungen ändern. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Bis gleich. So, sehen wir uns nun auch wieder. Seht ihr hier, das war ja das, was wir vorhin hier auf der Website schon gesehen haben. Das war hier. Seht, ah, hier fehlt ja was. Ja, wir haben nämlich hier ja noch eins erstellt. So, und zwar könnt ihr jetzt hier nochmal die ganzen Einstellungen unändern. Ja, hier im Mund gilt hier 20, hier 2,5 und hier kriegen wir 5 dazu. Der Cooldown ist 5 Sekunden. Könnten wir natürlich auch höher stellen. Wir können es jetzt auch auf zum Beispiel 6 Sekunden stellen und das Heal könnte man übertreiben, wenn man jetzt, keine Ahnung, ein Survival-Spiel hat, wo man 500 Leben hat. Dann könnte man ja machen, dass man 250 Leben dazu bekommt. Ja, ja, das Item ist die 1. Könnt ihr jetzt zum Beispiel, ich hatte jetzt Item 1 nur eingegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob das klappt, wenn man das so macht. Ja, könntet ihr zum Beispiel auch eine Chest hier jetzt nehmen. Nehmen wir jetzt einfach mal eine Chest. Zack. Mit der Item 1 könnte man ja auch. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade den Namen geändert. Tut mir leid. Zack. Zack, die beiden Anführungsstriche müssen weg. So, dann könnt ihr das hier speichern. Zieht das wieder in euer. Also zieht sozusagen jetzt die Types bei euch in FileZilla rein. Ja. Könnt dann im Minecraft slash RL eingeben. Das heißt, der Server wurde reloaded. Könnt mit slash PL gucken, ob auch alles klappt hat. So. Und wie ihr seht, Stone Kit. Habt ihr dazu bekommen? Dieser Text, dieser grüne,
Also schauen wir uns das gerade jetzt in der Bildschirmübertragung an, weil ich es dann euch einfach besser zeigen kann. Bildschirmübertragung, Bildschirmaufnahme an, weil ich es euch dann einfach besser zeigen kann. Ihr habt dann einen coolen Text. Könntet ihr jetzt so gesehen auch nochmal reingehen. Schreiben hier. Dies ist ein Tutorial. Könnt hier auch unten hinten nochmal mit und D machen. Speichert das wieder. Zieht das hier rein. Gebt dann nochmal slash rl ein. Könnt euch das jetzt nochmal geben. Jetzt seht ihr, oh ja, jetzt sind es andere Item, weil jetzt heißt es, dies ist ein Tutorial in und D. Falls ihr die Farbcodes braucht, gibt es auch auf einer Minecraft-Website. Aber wenn ihr Label Mode habt, könnt ihr einfach hier zwischen bei Chat-Symbolen könnt ihr dann einfach ganz easy das auch mal aufrufen. So, wir sind noch nicht fertig. Noch lange nicht. So, zwar könnt ihr auch Delete machen. Da braucht ihr nur diesen Namen. Wir haben es ja Stone Kit genannt. Und es wurde gelöscht. Wir können jetzt hier einfach nochmal reloaden. Löschen das jetzt einfach hier einmal weg. Haben das jetzt hier. Öffnen das. Ihr seht, ja, das Stone Kit ist wieder gelöscht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt es mir doch gerne mal mit einer Bewertung. Wie gesagt, downloadet euch dieses Plugin. Mega cool. Also würde ich einen coolen Spielmodus haben. Ich würde es auf jeden Fall benutzen, weil es ist ja immer was anderes und es ist was Cooles. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.